Was ich mir auch mal direkt gönnen würde, direkt, wenn ich schon mal hier bin auf dem Planeten, ne? Sehe ich das hier? Natürlich nicht. Dissonanz, tatsächlich! Ah, krass! Ja, läuft! Awesome! Dann muss ich hier irgendwie... Ist das ein wächteraktiver Planet? Ich glaube, hier sind gar keine Wächter, kann das sein? Okay. Hier wird nichts von Wächter-Dings angezeigt, das ist ja merkwürdig. Keine Aktivität. Müsste aber eigentlich welcher sein. Nein. Ja, auch Dissonanz. Steht aber auch nichts von Wächteraktivität. Dann wohl nicht aussagekräftig. Egal, dann jeweils versuche ich es. Die Wächter zu provozieren, mich hier anzugreifen, dann ins All zu fliehen und hihihihi. Noch neues Wächterschiff mir zu gönnen. Was war das Ziel im Spiel? Viele Ziele, Erik. Viele Ziele. Oder gar kein Ziel, das ist sie überlassen. Frei erkunden, bauen, erforschen, Dinge tun, Missionen erfüllen oder eben, was ich gerade tue, der Story folgen und den Artemis finden. Rausfinden, wer du bist, was du hier machst, wer Artemis ist. Die Wahrheit über die Galaxis rausfinden. Also es lässt sich kaum beschreiben. ich glaube, so komme ich nicht. Meins. Ich scheine keinerlei Wut von irgendwelchen Wächtern auf mich zu ziehen. Das ist natürlich unpraktisch, wenn man das will. Oder kommt irgendwas? Ah, das dazu. Upsi. Aber ich glaube, hier finde ich vielleicht doch meinen... Enterprise, nicht meine Enterprise E. Ah, toll, kann ich nicht rufen gerade. Auch super gemacht. Da muss ich wohl doch. Hallo. Wie kann ich durchswitchen? So war das. Nein. War sie jetzt schon alle weg wieder? Nicht sehr aggressiv, die Wächter. Jemals mit meiner anderen Enterprise bin ich im Zweifel. Bisschen besser ausgerüstet, hä? Ach, da kommt es ja schon. Geht doch. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich muss mir echt ein bisschen zurechtfummeln hier mit den ganzen Steuerungssachen. Ich bin nur echt ein paar Tage raus bis am Spiel, eine Woche oder zwei oder drei in meinem Fall. Musst du die Steuerung zum Teil wieder neu lernen. Das ist Wahnsinn. So viele Funktionen und Möglichkeiten hier, das hast du einfach nicht im Überblick. Da ist er wieder. Blutspeer. Ah, voll viel Schaden gemacht. Da muss man irgendwie noch bessere Waffen finden und alles. Und verstärken. Ja, ja, nimm das und das und das. Ach, Munition ist alle. Scheiße. Nein. Munition ist alle. Au, au, au. Ich hab doch nicht die Munition dafür, oder? Super. Ich kann aktuell meine Hauptwaffe nicht aufladen. Das ist richtig gut. Egal. Ich will ja eh ins All. So, soll mir recht sein. Hui. Na? Ach, hört. Warte dich dran. Und das wird das und das. Ah, so muss es sein. Offenbar haben die Piratenschiffe einfach mehr Leben als. Nee, gar nicht wahr. Ich habe ein anderes Raumschiff gerade mit mir. Was ist mein Schadensoutput? Ah, fuck. Falsches Menü. Grrr. Schadensoutput. Wo ist es denn? Nicht viel da. Das ist aber geringer als im anderen, was? Ich meine, meine Wächterkanone ist auf 9000. Das ist ja 6000 bloß. Dann haben offenbar die Wächterstürmer nur deutlich weniger Leben als die Piraten eben gerade. Das ist ja ein Ding. Hätte ich ja doch mit dem Wächter spielen können jetzt.
Au. Ich will gar nicht fliehen, ich will aus dem Atmosphärenbereich raus. So. Na, wo sitzt sie denn? Da. Schön ballern. Der erste Schaden gehört mir. Autsch, 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 autsch. Lass das mal. Yeah. Wo ist der andere? Na, wo ist er? Ja, ich sehe ihn nicht. War es nur einer? Scheint so. Ungewöhnlich. Au. Bleibst du hier? Mist. Niu. 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 Ah. Vier nur einer. Das ist ja ungewöhnlich. Ich meine, es hätten bereits 2 oder 3 sein müssen bei der zweiten Welle. Ja gut. Warum auch nicht? Na, na, na. Treffer. Hahaha. Bevor seine Schild an war, habe ich bereits Schaden gemacht an ihm. Sehr gut. So muss das sein. Autsch. Na. Daher jetzt. Ein bisschen was gerade von einem Skarabäus-Käfer-Flugding jetzt gerade aus DS9. Jemma da und so. Optisches Raumschiff, aber auch nur ein bisschen. Au. Zwinge mich nicht, meine Schilder aufzuladen. Aber ich mach's trotzdem. So. Dann können wir jetzt mal echt locker mit dem Wächterschiff kämpfen hier, wenn das so wenig Schaden macht gegenüber dem. So, noch eine Runde und dann kommt das Mutterschiff und dann war es das eigentlich schon und wir können uns dann gleich unser Wächter, unser neuen, sichern. Na? Ups. Also rein vom Spielgefühl gerade, ne? Nimmt es sich nichts, ob ich jetzt diesen hier oder mein Wächterschiff nehme. Obwohl ich, glaube ich, deutlich mehr Mobilität und Wendigkeit habe beim Wächterschiff. Ich merke davon nicht viel. Lass uns gucken. Ich habe hier bei ihm 900, also 600. Ich glaube, hier bei anderen habe ich 800 oder sowas. Ich merke den Unterschied einfach gar nicht. Das ist nun zwar das beste Design des Raumschiffs. Was ja auch dir ein gutes Gefühl innen drin gibt. Ne? So. Noch eine. Ach, jetzt sind 4. Jetzt sind es aber 4, sehe ich gerade. Was? Ich habe 2 rauskommen sehen aus diesem Springtunnel da. Gibt's ja gar nicht. Die mussten nur die vorigen Wellen nachholen, die zu wenig waren. Und ein letzter. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Dann kommt jetzt die letzte Welle mit dem Schiff-Boss. Da ist sie. Das Hauptschiff. Ah, Angriff. Ja, zu schnell. Viel zu schnell. Au, aua, was zum... Nein, ich sehe nicht durch. Nein. Schildgenerator zerstören. Heilung. Danke. Langsamer werden. Langsamer, langsamer. Langsamer Schiff. Verdammt. Der ist kaputt. 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 Das Problem ist, wenn ich jetzt auf langsamer gehe, erfasse ich alle Ziele. Statt langsam oben, meine Schilde. Irgendwie unpraktisch. Schießt denn da auf mich schon wieder? Ich muss langsam werden. Ich will kein Schiff anvisieren. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, ja, kaputt. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer.
Genau. Das waren Geschütze. Ich mag keine Geschütze. Frachterkampf. Jetzt hier 1000 Leben runterballern hier. Das ist das Schlimmste an so einem Frachterkampf. Dauert aber eine Weile irgendwie. Aber haben wir gleich. Mist. Komm, komm, komm. Auch echt krassere Waffen für so einen Frachter. Also Inframesser mit, was er fast schon geschrieben, mit Millionen, Milliarden Angriffspower-Punkten, das wäre schon was für mich. Muss ich mir mal gönnen. Ja, ja, au. Bin ziemlich dran, glaube ich. Oh, Schilde. Was ist das passiert gerade? Fast alle gewesen. Nicht gut. Ah, war das noch ein kleiner Scheißer. Ein Geschütz, nicht gesehen. Ich möchte langsamer werden, aber ich fast Ziel nebenbei. Es ist unpraktisch wieder. Oh Mann. Oh. Wie kann ich Ziel durch? Ich glaube, Komma, ne? Jetzt habe ich Frachter fast. Okay, das ist in Ordnung. Aua. Noch mehr Geschütze. Finde ich nicht sehr nett. Oh. Ich habe das Gefühl, es geht der Controller besser. Ich kann jetzt nicht rückwärts fliegen gerade irgendwie. Ich kann die Schubtür nicht nach hinten wenden, weil ich immer das Ziel erfasse nebenbei. Ich meine, das geht aber auf Controller. Kurios. Und so ein Frachterkampf, den würde ich auch total gerne mal im Multiplayer machen, tatsächlich. Da mit zwei, drei Leuten einen Frachter kaputt schießt. Ich glaube, das ist irgendwie ganz cool. Aber ich kam ja bisher nicht dazu. Träger-KI. Her damit. Dissonanzspitze entdeckt. Na, wo haben wir sie? Da. Da ist unser neues Wächterschiff. Mal gucken, ob es awesome wird. Oder eher nicht so. Ich schätze ja nicht so. Bin fast froh, wenn es nicht so awesome ist tatsächlich. Denn dann kann ich es verkaufen, hoffentlich gegen einen hohen Preis. Und muss ich wieder upgraden und upgraden, wie mein aktuelles, weil ich bin ja gerade bei dem sehr guten unterwegs und bin damit zufrieden. Klar, besser geht immer. Oh, es sieht aber nicht schlecht aus. Auf einen ganz groben ersten Einblick. Einmal aussteigen. Das sieht durchaus in Ordnung aus. Farbe ist jetzt nicht so meins, okay, aber das ist, glaube ich, ein ganz cooles Schiff. Aber mal. C. Sehe ich nichts. Der Wert ist 25 Millionen. Ich glaube, dieser Wert ist nicht unbedingt zutreffend. Das Ding ist, als ich ja im Stream den letzten gefunden habe, der für 40 Millionen verkauft wurde letztendlich, stand der, glaube ich, 40 Millionen. Und als ich den im nachgestellten Spiel gefunden habe, stand da bloß 20 Millionen. Konnte aber trotzdem meine 40 Millionen verkaufen. Also das war irgendwie irritierend. Also weiß ich nicht, ob dieser Wert jetzt in Stein gemeißelt ist mit den 25.900.000. Habe ich. Ich meine, nehme ich. Schnellübertragung. Na toll. Ich brauche Zeug. Achso, erstmal so machen, ja. Hui. Aber es ist ein sehr schöner Planet. Also verglichen mit den anderen Planeten, wo sonst Dissonanz ist, ist das hier sehr angenehm. Also keine großen offenbar Wetteranomalien. Ich habe hier keinen Gefahrenschutz aktiv. Das ist ganz cool. Wäre noch cooler, wenn das Ding mir einfach das Doppelte oder Dreifache an Geld geben würde, von dem, was da steht. Und dann würde ich hier künftig farmen gehen. Ja. Ach ja, ich habe ja keine Munition. Scheiße. Munition mehr. Ups, ups, ups. Aua, aua. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche dringend neue Munition für meine Hauptwaffe. Lass mich.
Achso, war ja schon das. Hallo? Hä, kann ich den scannen? Nee. Aber wieso habe ich jetzt keinen anderen Scanort mehr, den ich jetzt erkunden muss? Normalerweise sagt er mir jetzt, ich muss ja zum nächsten Ort mit dem Scanner, aber macht er nicht. Beschiss. Ich weiß doch jetzt nicht, wo ich zum harmonischen Gehirn komme. Oder ich muss mir erstmal die Kristalle holen. Kann durchaus sein. Dass ich danach jetzt weitergeführt werde. Die kann ich ja tatsächlich zum Glück einfach so finden, ohne große Videos, die sie analysieren zu müssen. Oh, hallo, ihr lustigen fliegenden Fischaale. Strahlender Splitter. Alter, was macht ihr für Geräusche? Als wenn hier auch Raumschiffe reingebrannt worden wären, ne? Ich würde am besten direkt diese Teile verkaufen oder aufnehmen, die da drin sind, aber geht ja nicht. Sauerei. Noch mehr Flatterviecher. Hallo? Hallo? Jetzt habe ich ihn. Liebe Tierchen überall. Ganz besonders liebe Tierchen. Hui. Ah ne, warte, ich musste... Ach, vergiss es. Ich musste, glaube ich, was aktivieren. Um das Gehirn zu finden, ne? Das hier nehme ich, jawohl. Lange nicht gemacht, wie gesagt. So war das aber. Guck mal, da unten ist eine Basis. Rechts von mir. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Glaube ich. Können wir mal eben dich da vergleichen. Doch, hier. 9000 Schaden. Tatsache. 9000 Schaden damit. Die andere viel weniger. Ist ja merkwürdig. Der macht 3000 Schaden. Ich muss leider wieder hier einsteigen, um es erleichtern zu können. Eindeutig weniger Schaden. Ja. Ich habe 4,4. Ich finde auch das Schadenspotenzial ist total irritierend. Ich hab hier 4,54. Mache hiermit aber weniger als bei den anderen Dingens. Ne? Hier habe ich 5600. Okay, klar, ist natürlich ein bisschen stärker. Mit zwei Upgrades. Die ich hier eigentlich rausnehmen könnte. Und auf meinem anderen lagern. Was soll denn der Quatsch, wenn ich sowieso tausche? Ich glaube, alles andere habe ich gleich oder besser bereits ausgerüstet beim anderen Schiff. Also vor allem diese Sachen, die ich jetzt noch brauche. Also wie gesagt, 6000 Schaden habe ich hiermit. Damit wird es ein bisschen mehr werden gleich. Ach, Mist. Und das voll. Was? Wie ist voll? Ich habe gerade was Neues gekauft. Für hier oben. Achso. Dann übertragen wir das mal auf das Schiff. So. Nächster Versuch. Sup. Dahin. Gott. Jetzt haben wir noch traurigen 5000er Schaden. Aber ihr Schadenspotenzial ist quasi nicht gesunken. Ich verstehe diese Angaben hier immer nicht so richtig. Schildstärke ist relativ messbar, aber ich habe ja nur ein Schild, aber ich habe halt verschiedene Waffen und wie gesagt, diese eine Waffe macht offenbar gar nicht so viel Schaden oder... Ach. Ja, ob es da ist auch der Standardwert bloß. Verstehe ich halt immer nicht so richtig. Das ist kurios. So, Enterprise E. Ist hier eh das neuere Schiff, ist ja klar. Die eher logischerweise mehr Feuerkraft. Aber hier, Schadenspotenzial ist geringer tatsächlich. Und hier, ich habe sogar 900 Manövrierfähigkeit. Nicht nur 800, ich habe 900. Es fühlt sich fast genauso an. Also ich. Es fühlt sich genauso an. Ich merke keinen Unterschied einfach. So. 12.000. Also das Ding ist jetzt doppelt so stark einfach. Und das Schadenspotenzial ist trotzdem noch geringer. Also, wie gesagt, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Diese Angabe an sich.
Ach, guck mal, ich habe sogar schon Intramesser. Guck mal, ich habe schon angefangen, Intramesser zu holen, sehe ich gerade. Ich habe bereits ein maximales Upgrade dafür. Siehst du, ich war schon auf dem Weg dahin. Ja, Mensch. Ohne es zu wissen. Okay, das ist der gleiche Schaden, ist klar. Ich meine, es ist ein bisschen schwachsinnig, das jetzt aufzuladen groß, aber bis ich halt das nutze, nutze ich das logischerweise. Und wenn ich dann das habe, kommt der wieder weg und... Naja. Dann nehme ich halt den da rein. Ich brauche, glaube ich, nicht beide. Ich brauche dann Raketen, ich habe den Phasenstrahler und ich habe das dann. Ich brauche nicht vier Waffen, denke ich. Zumal man mit G einmal durchswitchen kann, ich die Waffe auswählen. Mit einem 1 bis hier oder sowas, das ist ja auch blöde. Aber testen. Ich habe jetzt 12 Schaden. 12k Schaden. Was passiert, wenn ich so mache? Achso, ist auch auf. Ah, ist aufgeladen, okay. Aber nur noch 11k Schaden. Hä? Wieso? Auf einmal fehlen mir 900 Schaden, wenn ich da unten tue? Obwohl beides auf Turbo geladenen Sachen drauf sind? Das gibt keinen Sinn. Aber okay. Jetzt noch 9000 Schaden. Oh. Mann, der ist genau 1 Prozentpunkt besser. Die Raumschiffe haben eine Range von Schadenspotenzialen. Je höher, desto besser. Ja. Und trotzdem. Shadow. Ich habe hier mit geringerem Schadenspotenzial und gleicher Ausrüstung deutlich mehr Schaden. Okay, gleich. Ich habe zwei Turboosts drin, aber trotzdem. Das ist halt das Irritierende. Wenn die Upgrades immer verhaupt sind, hast du mehr DMG. Ja, das ist sowieso... Ach so, du meinst, das Ding muss im Zentrum sein für den maximalen Schaden, ja? Ich habe 12.000, ja, ein bisschen mehr, aber der ein bisschen stärker ist. Ein Prozentpunkt. War reicht. Hm. Okay. Hauptwaffe ins Zentrum. Also auch bei Turbo geladen dann. Okay, okay, okay. Ich meine, ergibt sich ja so, so hier durch irgendwie, aber trotzdem merkwürdig. Was ist der Antrieb? Jetzt habe ich ja meine Frierfähigkeit, jawohl. Ich glaube, letztendlich kann ich das hier austauschen. Da geht Manövrierfähigkeit ein bisschen drauf. Und dann mache ich wahrscheinlich dann die andere Waffe drauf. Ich weiß noch nicht genau. Mal schauen. Oben, unten, links, rechts. Hast du Max dem... Na toll. Geht ja bei dem gar nicht, weil sein turbogeladenes Ding hier in der Mitte ganz links ist. Ich war so froh, zwei Turbo-Dinger nebeneinander zu haben. Dann wäre es ja besser, wenn der rechts wäre, theoretisch, ja? Ist ja bescheuert. Das kriege ich jetzt wohl nicht hin. Ich glaube, ich habe hier ja auch... Hier könnte ich es hin tun. Wäre für die Waffe bestimmt dann besser. Dann kommt die Waffe dann hier rein und das kommt nach links. Schild ist halt auch cool, aber nicht so super wichtig. Ja, da fängt das Suchen an. Und da hast du schon ein super geiles Raumschiff, ne? Und dann muss das auch noch stimmen. Ekelhaft. Ach, guck mal, ich habe sogar... Ah, ne, ist der Phasenstrahler. Na gut. Mit wenig Schaden, ist auch klar. Ja, okay. Aber dann weiß ich zumindest, worauf ich achten muss. Danke. Hm? Mehr Phasenstrahlen macht. Noch mehr Phasenstrahlen macht. Könnte ich ja eigentlich auch. Nur so Spaß an Freude. Was habe ich jetzt gerade? 4000. 5000. Ich bringe mal eben das System von Shadow. 5600. Tatsache. 100 Punkte weniger. Kommt hin. Also nur ein Test. Ist ja eh nicht meine Hauptwaffe. Jetzt musst du zum Schild aufladen da. Muss ich megamäßig Schaden machen. Reicht mir auch so. Leider ja, ja. Ach, überschießt auf mich, ja, nett. Verzieht euch, ich habe zu tun gerade. Was wollen die von mir? Hilfe, ich werde angegriffen. 3, 2, 3. Und landen. Da fliegt der weg, der Pirat. Du Sausack! Wenn man sich hier ganze Ruhe mal ein paar Sachen anguckt und rumexperimentiert, ne? Einfach so ein Piratenangriff. Unglaublich. Oje. Ich habe das Korvax-Wort für Oje gelernt. Du ist gut. Oje, was ist denn da passiert? Pff, tot. Oje. Entschuldigung. Oje.
Wahrscheinlich dafür, ne? Gib mir Hirn. Noch mehr Hirn. Ich bin schon voll da, aber ich brauche noch mehr. Ja. Harmonisches Gehirn. Das hört man gern. Und wieder zurück. War Schiff jetzt da? Nee. Doch. Zoom. Ach, schön schnell. Das fliegt aber auf jeden Fall gefühlt schneller in der Atmosphäre des Planeten als mein anderes Raumschiff. Ich weiß nicht, ob das mit der Manövrierfähigkeit zu tun hat. Ich habe auf jeden Fall hier ja auch Leuchtkraftantrieb drin. Das Ding ist halt, ich bin mir nicht sicher, weil es ja anders heißt bei diesem anderen Raum, bei den Wächterraumschiffen, ob das jetzt mein normaler Antrieb ist oder der für Hyperlicht oder was auch immer. Ich glaube, das ist der Warp-Antrieb auf jeden Fall. Okay, das ist klar. Damit komme ich von System zu System. Schön ist auch klar. Oh, was passiert hier? Landen. Ich dachte, ich war schon am Landen. Mist. Aber wahrscheinlich ist es dann tatsächlich einfach, ja, Unterlicht, ne? Also alles, was ich jetzt so mache. Und wenn Manövrierfähigkeit heißt, dass ja auch meine Geschwindigkeit mit drin ist, weil es ist der einzige Punkt davon, der... Ja, ich weiß, ist Shadow. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt ein oder zwei andere Typen, oder nicht Typen, aber innerhalb der Typen, der Schiffe, noch ein, zwei Schiffe, die auch in Luft stehen bleiben können. Aber ja, ich weiß. Dafür ist ja dann wiederum der hier wichtig, der Antischwerkraftbrunnen. Damit schwebt man quasi einfach rum. Das hier ist für den Zwischensternsystem, hä? Ach! Du machst jetzt auch falsch, Herr Boys. Da gehört er hin. Alles klar. Das dazu. Das ist, müsste normalerweise auch so aussehen. Aber es ist ja ein Wächterding, deswegen sieht er nicht so aus. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt die Mitte rein tue von allen dem, müsste auch das besser werden, richtig? So, Reichweite von 1260. Das bleibt scheinbar gleich. Ah. 70 habe ich jetzt. Tatsache. Funktioniert auch so, aber... Jetzt habe ich weniger Reichweite. Als wenn ich so verteile. Ist auch wieder komisch. Ist rechts davon... Oder war die Reihenfolge relevant hier? Oben, unten, links, rechts. Kann auch nicht sein. Dann wäre es ja genau falsch. Dann wäre rechts das Schlechteste von allem. Aber ich habe genau die beiden Dinger, die ich in der Mitte von rechts und links davon habe. Und sie hier ist schlechter als vorher. Das ist ja ein Ding. 40. Hier, 29? 41. Weil die zusammenhängen wahrscheinlich auch, ne? Oh, ist das jetzt relevant an der Stelle? Was ist denn ein Upgrade? Jetzt bin ich total irritiert. Ich meine, die Reichweite ist mir relativ egal tatsächlich. Aber ich will wissen, wieso ich so viele Punkte habe. Na, warum nicht so viele Punkte? 78 jetzt? Das ist bisher der höchste Wert bei 78. Obwohl das Ding nicht in der Mitte war. So. Muss man nicht verstehen, oder? 92, juhu. Ich lasse es erstmal so. Oh, Impuls ist das schnellere Fliegen einfach, ja klar. Brauche ich gar nicht, aber soll... Ach, mal Rezuto dazu. Auch gut zu wissen, die hat hier mit zu tun. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Ah ja, Sentinel-Schiff, ne? Ein bisschen rumgucken und so. Ah, das kommt gar nicht genau. Das ist jetzt mit dem verbunden, alles klar. Ja, nee, ergibt Sinn. Ich müsste aber also hier rum auch wieder rumbauen, eigentlich, wenn ich da was haben will. Aber wie gesagt, ich bin mit Manövrierfähigkeit soweit zufrieden. Also die Frage: Reichweite ist klar, das ist eigentlich nur Reichweite, wie weit ich halt springen kann von System zu System.
Aber Manövrierfähigkeit scheint auch Geschwindigkeit zu beinhalten. Ich meine, ist ja auch mit Boost und allem drum und dran. 3K Reich. Ah gut, Entdecker, ja gut. Der ist dafür auch gemacht. Mein Schiff ja nicht. Wie dem auch sei. Schnappen wir uns mal den Flammengeborenen. Klasse C. Schwache Sache. Aber. Achso, klar. Nichts zu heißen. Verlassen. Ich finde ihn nicht hässlich, aber auch nicht imposant. Wie mein aktuelles schönes kleines Schiffchen.